Unter den Konkurrentinnen und Konkurrenten haben wir auch ein paar bekannte Walliseller Gesichter entdeckt. Der Thomas Reutener, der Geschäftsführer der Waterworld AG, hatte ein Heimspiel gehabt. Und er hat sich beim Schwimmen mächtig ins Zeug gelegt. Beim Teamwettbewerb wollte eigentlich unser Gemeindepräsident dabei sein. Benny Kriesmer, Sie stehen auf der Startliste, aber Sie können jetzt nicht starten. Was ist passiert? Vor 14 Tagen beim Eishockey-Turnier der Gemeinde habe ich im Finale einen Stockhandstich verwischt und jetzt eine Rippe gebrochen. Und das ist ein Start ausgeschlossen. Für das Team Lee B. Roh ist an ihrer Stelle Brigitte Redmann zusammen mit Lee Kriesmer und dem Roland Mörgeli gestartet. Lee Kriesmer ist auf die Velostrecke gegangen. Der Beat Zahlenbach von der Feuerwehr war beim Schwimmen dabei. Die Lee Kriesmer war mit dem Velo ganz flott unterwegs. Der Thomas Reutener hat alle drei Disziplinen bestritten. Für das Team Papa Joe ist der Thomas Eckereder auf die Laufstrecke gegangen. Auch unser Televista-Kollege, der Thomas Peter, der alle drei Disziplinen bestritten hat, war gut unterwegs gewesen. Der Roland Mörgeli hat im Ziel noch einen recht frischen Eindruck gemacht. Der Jörg Niederhauser hat sein Rennen schon hinter sich gehabt, wo der Thomas Reutener im Ziel eingelaufen ist. Und der Thomas Eckereder hat noch einen rechten Schlussspurt hergelegt. Hallo Thomas, wie geht's? Gut, danke. Mehr wirklich noch nicht. Nein, ist gut.